Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Empyrion. Und wieder mal dabei ist der Smoker und der Sander. Hallo. So, also wir haben festgestellt, wir haben kein Eisen, also können wir leider keine Bohrleitung mehr machen. Na toll. Du musst deinen Zuschauern noch was erklären. Und in der letzten Aufnahme hat Nvidia zu mir gesagt, ja, ich will nicht mehr, lass mal das Programm schließen, ne? Also war sofort die Aufnahme beendet bei mir. Also kann ich selbst Nvidia trollt dich. Ja, Nvidia sagt, nee, ich mag jetzt nicht. Computer sagt nein. Na, Computer wollte ja auch nur Nvidia. Ja, aber komischerweise, die Meldung kam, Programm schließen stand da, draufgeklickt, ging aber sofort alles weiter. Alles komisch. Stur lächeln und winken. Ja. Und die Anzeige war genau in der Mitte vom Bildschirm. Ja, wo soll es ja sonst sein? Sonst siehst du sie ja nicht. Ja, normalerweise bei Windows 10 ist der Ecke? bei Windows 10 kommt da alles immer so unten rechts. Ne? Du vergisst, dass Windows und Nvidia zwei verschiedene Firmen sind. Die machen das ja, ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn ein neuer Treiber da ist, steht auch unten rechts bei mir. Hm. 357 schon, den Zaskosium hab ich schon. Ich hab 81, aber ich hab gerade auch schon was wieder ins Schiff getan. Ja, ich hab auch schon was ins Schiff getan. Ich hab jetzt hier... Da müssen, glaube ich, jetzt fast 600 sein. 136. Und was wir noch ein Schiff ist? Über 1000 jetzt ungefähr. Ja, aber... Wir sind einmal hier und so schnell kommen wir ja nicht mal hierher. Nimm alles mit, was wir kriegen können. Nur definitiv. So schnell wollte ich erstmal nie hierher, weil war schon gefährlich hierher zu kommen. Wir sind dreimal fast verdichtet worden unterwegs. Deswegen ja. Naja. Zum Glück leben wir noch. Die Betonung liegt aber auch auf noch, ne? Jo. Ja, noch. Betonung liegt auf noch, genau. Er weiß wie lange. Aber schön. Da haben wir schon mal eins davon, von den Materialien, was wir eigentlich eins von brauchen. Zwei seltenen Metallen, genau. Ja. Ich hoffe bloß, dass da brauchen wir nicht so viel von, dass unser Vorrat, den wir uns jetzt hier holen, möglichst lange reicht. Ich hoffe es. Ich glaube, bei den seltenen Erzen war das immer so, dass du nie viel von brauchst. Ja, also Neodymium braucht man ja auch immer nur 10 Stück oder so. Müssen wir auch gucken, dass wir davon nochmal was bekommen. Weil das Neodym, was wir haben wir ja auch nur irgendwo gelootet. Ja, und davon habe ich auch schon ein kleines bisschen was benutzt gehabt. Na, ich auch. Ja. Ich glaube sogar für den Pelikan. Nun, ich höre das Schiff hier. Oder? Ja, auf jeden Fall bräuchte man eigentlich für fast jeden Rohstoff ordentlich Vorrat. Ne? Dass man nicht hier jedes Mal, wenn wir irgendwas bauen wollen, oh, Eis für alle, müssen wir Eis wieder los. Das ist es ja auch wieder. Gut, das war bestimmt wieder hier so ein Abbaufolge, aber es muss sein, weil... Dafür haben wir ja die Reise gemacht. Ja. Stimmt, für den Pelikan habe ich das Neodymium gebraucht. 10 Stück. Erstens das und zweitens, da brauchen wir nicht nochmal hierher, weißt du? Na, erstmal nicht. Erstmal nicht, ja. Das andere werden wir uns auch noch holen. Ja, steht doch. Dann sind wir besser vorbereitet. Ja, auf dem Rückweg ein bisschen. Hm? Oder nicht? Nee, ich meine jetzt... Wir reden jetzt hier von dem Zaskosium. Ja. Ach so, ja. Das andere, was hier auf dem Planeten ist, wo die Gegner drauf sitzen. Das holen wir uns ja erst, wenn wir besser vorbereitet sind. Ja, wenn wir bessere... Das hole ich erst, wenn ich meinen, keine Ahnung, Todesstern habe oder so.
Ja, sowas fehlt irgendwie noch. Irgendwie so eine Mega-Waffe, weißt du, so eine Todesstern, so ein Todesstern-Laser oder sowas. Wenn, dann haben das erst die Aliens, bevor wir das bekommen. Die haben doch sowieso alles. Sag mal zweitens. Lenkraketenwerfer wäre auch nicht echt. Ja. Oder generell sowas mit großem Bums. Kommt eine Drohne, zieht sie an, fängt an zu piepen so und dann... Ziel erfasst, Feuer, ein Treffer und weg ist es. Ja, so in Ordnung. Ich glaube, dann wär man OP. Nicht, wenn die Drohne genauso gut zurückschießt. Na gut, wenn die, ja. Ne? Dann haben es ja auch die anderen, stimmt. Da wird es ja noch schwieriger. Beziehungsweise, wenn die Drohnen im Rudel kommen, mit 3-4 Stück oder so, dann musst du ja auch erstmal eine abschießen, bevor du die nächste anvisieren kannst. Ja. Derzeit ist das ja bei uns bei der Base so, dass bei unserer Heimatbasis, dass sie ja auch momentan immer als Trio auftreten. Ja. Am Anfang kam ja immer nur eine, ne? Und dann eine, so erst kam eine, dann kam zwei und jetzt kommen drei. Hm. Deswegen habe ich ja auch unsere Flakgeschütze verdoppelt. Ja, ein bisschen Sicherheit brauchen wir schon. Ja. Schon mal da alle, Mann. Machst du das? Frisst du die Dinger oder was? Nö. Ja, genauso schnell weg wie deine Zigaretten, ey. Was? Oh, 58, wir haben noch 57%. Herz ist noch hier. Ach so. Von 6.896. Ja, ist schon eine Menge, was hier ist. Na Gott sei Dank. So doof, dass die anderen Base genau auf so einer Erzlauche hängen, ne? Ja. Ja. Das ist ja das Komische. Glaubt's mir, irgendwann haben wir raus, wie wir die Dinger knacken können. Und dann gibt's auch definitiv. Fresse und zwar doppelt. Definitiv. Die, das mit dem, mit dem. Wenn nicht sogar im Quattro. Mit dem Epsilon Outpost da habe ich auch schon eine Idee. Ist zwar cheesy, aber ist mir scheißegal. Ich mach das ganz einfach. Ich bohr mir einen Tunnel und greif sie von unten an. Du, das hab ich mir auch eigentlich schon überlegt. Ich bohr mich unter der Erde hin und bohr mich einfach von unten in ihre Base. Wenn du von oben nicht rankommst, versuch es von unten. Genau. Wäre eine Idee wert. Ja. Oh, du musst lange bohren dafür. Oh ja. Nicht unbedingt. Dann nehmen wir das Terrain Abbau. Ja, stimmt. Ja, es geht ja dann schnell. Das lasert ja schneller. Mhm. Wir brauchen ja keine Steine abbauen. Und du musst nur wissen, was, wie weit du machen musst, ne? Du musst nur ungefähr die grobe Richtung. Ja, plus minus 500 Meter. Ja. Gerade so außerhalb des Feuerradius. Au! Hackst du das? Das tat weh. Kommst du nicht mehr hoch? Na und? Willst du jetzt hoch? Ja. Boah, fast. Du solltest möglichst dicht da lasern, wo unser Schiff steht. Alter, wieder nicht. Okay, Wunder, wenn du ständig hier von unter mir wegmachst. Was ich muss dringend hoch. Wieso? Weil ich hoch muss. Wieso? Sauerstoff oder was? Ja. Bei mir ist noch halb fast. Also gut, ein bisschen weniger als halb. Alter. Hä? Geht das da oben weiter? Nee. Keine Ahnung, das sieht aus wie Zaskosium, ist aber keins. Ah, nee, jetzt ist es weg. Komisch. Ja, jetzt, wo ich ein Loch in die Oberfläche gebohrt habe. Alter Schwede, naja, aber wir haben auch noch Platz hier für das Zeug hier, ne? Überall. Jetzt guck ich mal, dass ich noch einen Container gebaut kriege.
Beziehungsweise wir schmeißen einfach irgendwas weg, was wir sowieso im Überfluss haben. Na gut, von dem großen Schiff haben wir ja nur die Container voll gemacht, ja, das kleine ist. Stimmt, wir können ja auch noch ein Pelikan was reinräumen. Und ja, der hat ja noch ein paar Container. Der hat noch ein paar. Hä? Schon wieder alle. Oh. 8 Ladungen habe ich noch. Wir haben schon 999 Zirkosium zusammen und 129 Stecke jetzt hier drin. Ich habe hier 774. Ich habe 444. Lorikira 456. Ist doch schon mal gut. Kann sich sehen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben erst 50% von dem Ding abgebaut. Laut Anzeige. Na gut, wir bräuchten ja noch Beladung für das andere Erz, ne? Ja, denke ich mal. Aber, ja, toll. Also müssen wir uns merken, wir brauchen auch für die ganzen anderen Materialien, ne? Eisen hatte ich ja nicht. Wir sollten einfach beim nächsten Mal, wenn wir beim nächsten Mal losziehen, einfach daran denken, genug Bohrladungen einzupacken. Ja. Daran habe ich auch nicht gedacht. Naja, wir sind ja nicht das letzte Mal hier. Beim nächsten Mal kommen wir mit besseren Schiffen. Na, vorerst schon. Ja, aber beim nächsten Mal kommen wir bestimmt mit besseren Schiffen. Beim nächsten Mal komme ich mit einer Feuerkraft zurück, die schießt diese Typen in die Steinzeit zurück. Na gut, wenn du aber das andere erst brauchst und du hast es noch nicht, ja. Wie tief geht denn das hier? Sehr tief. Also diese orange-grüne Mischung, die macht mich irgendwie kirre. Wieso? Sieht irgendwie voll komisch aus. So orange-grüne Landschaft. Ja. Das ist ja auch im Mond. Nee, das ist Alien-Erz. Das muss komisch aussehen. Oder so. Trotzdem. Wie fahren wir jetzt? Oh, gleich. 999 gleich. Das ist schön. Kaum erwarten, bis ich ein richtiges Kampfschiff habe, du. Aus schweren Panzerblöcken. Wird geil. Können die was erleben? Schieße ich nämlich schwerer zurück, wie die auf uns schießen können. Weil, wie war das noch bei Sinnlos im Weltraum? Eins muss jetzt mal allen klar sein. Wer sich mit mir anlegt, stirbt langsam. Ungefähr. Die Ladung ist hoch schon da gleich alle hier. Oh. Zack, alle. Ach ja, du frisst die Dinger wirklich. So, wo fährt er jetzt? Unsere Medizinstation am Schiff spinnt ein bisschen rum. Ich kann die nicht verwenden. Du auch? Die nicht verwenden. Ich konnte mich nicht heilen. Echt, ja? Ne. Gut, ich bin ja voll gesund. Ich. Das ist aber, ja klar. Warte mal, ich habe Plasmadrone keinen auf die Nuss gekriegt. Ich hab mich doch auch erst geheilt. Da ging's doch. Was kaputt gemacht, ne? Nö. Klar. Nö, bei mir ging's doch. Hast du zuletzt benutzt, du hast du kaputt gemacht. Nein. Mindestens.
Ist immer schon so gewesen. Der, der es zuletzt benutzt hat, nachdem es kaputt gegangen ist, der war's. Mindestens. Immer schon so gewesen. Besonders bei mir in meiner Kindheit. Du hast es zuletzt benutzt, jetzt ist es kaputt, du warst es. Wie viel Ladung habt ihr noch? 11,5. Mehr wie wir. Mehr wie ich. Ich sehe nur noch dieses Gelumpe hier. Und das ist nicht ja. Das ist noch örtlich. Also ob wir das noch wegkriegen, weiß ich nicht. Weil das noch sehr, sehr, sehr. Ich zweifle langsam dran. Das ist nämlich noch sehr, 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 sehr tief hier. Vorher hier war es ja schon kleiner, aber trotzdem. Ich habe nicht mal ein Loch buddelt hier. Ach, sieh an, ich buddel auch ein Loch. Ja, ach, sieh an. Ihr buddelt im Loch? Baut lieber das Erz mit ab. Da kommt doch ein Loch bei raus. Ja. Komm ich überhaupt hier hoch? Denk mal schon. Ich hab hier fast selber einen Buddel hier. Das habe ich mir gedacht. Langsam bräuchte ich auch den Sauerstoff. Den habe ich ja gerade nochmal voll gemacht. Wie viel habe ich überhaupt hier? Oh, ich habe schon, schon über 1000. Wo ist denn der? Wo ging's denn raus? Ja, unser Schiff ist ja wohl nicht zu übersehen, gell? Ja, wo ging's denn raus? Warte mal, vielleicht komme ich ja mit dem Chatback so hoch. Nein. Okay. Ich warte, bis Chatback wieder aufgeladen ist. So. Hier ist ja eine Höhle. Ach, nee. Hä? Was? Wir hatten hier ein Wort. Das war ich, das habe ich zugemacht. Lass es zu, sonst fallen wir da noch rein. Reinfallen? Ja, das war direkt neben dem Schiff, deswegen habe ich das von oben zugemacht. Hielt ich für besser. Okay, ich gehe unten hin. Sieben Ladungen nur noch. Ich habe gleich nur noch 10. Ich fange gleich die 11. an. Ich habe jetzt etwas über 1000. Sauerstoff. In was wird das denn, zu was, wie wird das denn umgewandelt? In welchem Verhältnis? 1:1 oder mehr? Keine Ahnung. In Ordnung. Und ich hab doch noch. Weil das wäre nämlich auch mal ganz gut zu wissen, wenn das nämlich 1:5 umgewandelt wird, beispielsweise. Das fände ich zum Beispiel ganz gar nicht mal so ungeil. Aber ich vermute mal, dass das 1:1 umgewandelt wird. Warte mal, der macht doch ja. Also 1 und. Achso. Du musst ja gucken, bei Zirconium-Barren. Ja. Wo ist ja doch mal Zirconium? Ist ja nur hier. Also, du kriegst 10 raus. Und wie viel Erz braucht er dafür? 50, 54, 5. Fünf, also aus 5 Erz macht er 10 Barren. Ja. So, dann wird das 1:2 umgewandelt, ja, glaube ich. Ja.
wenn ich das richtig kapiert habe. Ja. Und das ist doch mal gar nicht so schlecht. Das heißt, ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal mindestens 2000 Zirconium-Barren. Wahrscheinlich so viel werden wir nie verbrauchen. Alter Smoker, was brauchst du denn da unten? Ist das jetzt zum Glück? Ja. Oh, ziemlich weit unten, ja. Ui. Vorsicht, tief. Ah. So ungefähr, ja. Was, wo? Ah. Was, wo? Ah. So, weiter jetzt. Oh, wir sind schon mal drauf Folgenende. Ai, 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 ai. Was, nein? Ja. Nein. Ja. Wir sind am Folgenende. Warum machst du sowas? Wow. Wieso ich ja? Alter, hör auf mit dem, warum machst du sowas? Da muss ich jedes Mal an Monuments Man denken. Wer? An den Film Monuments Man. Kenn ich nicht. Wo, das ist ein Film über eine amerikanische Spezialeinheit, die Kunstschätze und alles, die die Nazis gestohlen haben, zurückholen soll. Da tritt einer auf eine Mine und sagt, oh nein. Was? Ich bin auf eine Mine getreten. Warum machst du sowas? Hey, was ist denn los? Hey, was ist denn los? Ach, unser Junior ist auf eine Mine getreten. Warum machst du sowas? Hab ich das auch kommt? Warum machst du sowas? Also Leute, das war's mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann macht ein Like oder schreibt uns einen Kommentar oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde uns freuen. Das war's mal heute. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Jede Menge Zeug.